herzlich willkommen zur nächsten Brücke im Mittelalter bei Bridge Constructor. Unsere Aufgabe, lass mindestens zwei Feinde in die Schlucht schützen. Jawohl, vernichte vier Feinde. Ja, die Brücken machen ein bisschen mehr Spaß irgendwie, weil man halt probieren muss, die Brücke zum richtigen Zeitpunkt einstürzen zu lassen. Aber wie es immer ist, wir bauen erstmal unsere Brücke ganz normal. Und bauen vielleicht jeweils mal eine Querstrebe ein, damit wir sehen können, wie die Bösen dann so ankommen. Also, der erste geht durch und sie hauen gleich ab. Also, es muss alles noch ein bisschen stabiler werden. Aber kein Problem, machen wir. Wir bauen hier eine Querstrebe ein. Mal hier die nächste Querstrebe auf hier. Zack. Und vielleicht noch hier eine. Zack. So, das ist gar nicht so. Ach. Vielleicht hätte ich die auch noch mit meinen Kindern müssen. Schauen wir nach. Erster Transport geht drauf. Jetzt stürzt schon ein, zwei wären es gewesen. Aber wir wollen natürlich die vier schaffen. Das heißt, wir brauchen hier noch eine Querstrebe. Zack. Und wir machen das hier hinten vielleicht noch ein bisschen sicher, indem wir hier wieder so eine kleine Verstärkung einbauen. Dann hier einmal und schauen uns das an. Der erste ist drauf. Ah, und damit haben wir drei geschaffen. Wir müssen es noch ein bisschen verstärken. Das heißt, der bleibt drin und wir nehmen stattdessen hier mal ein bisschen Holz. Zack. Und dann schauen wir uns das an. Also, der erste geht drauf, der zweite geht drauf, dritte und vierte und genau jetzt bricht's ein. Und die Pferde schaffen es nicht mehr nach oben und stürzen schön ab. Wir haben alle vier Feinde besiegt. Ja, das war die Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor. Ich hoffe, jetzt kommt mal wieder irgendwann eine Zwischensequenz. Es wird langsam langweilig. Ich danke euch vielmals. Bis dann.